Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Bigeli am Bosporus auf der Suche nach der Diktatur. Ich besuche hier meine Kollegen Salim und Ertuğrul, die leben hier, und habe denen mal gefragt, wie sieht's aus mit Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Satirefreiheit. Der NDR3 hatte ja gesagt, zeigt mir eine Satire in der Türkei gegen Tayyip Erdogan und wir nehmen eine Satire zurück. Lieber NDR3, wenn ich euch das gleich zeige, was hier ausliegt, dann habt ihr ein ganz großes Problem. Und ebenso auch der verwöhnte Gymnasiast Jan Böhmermann. Da werdet ihr gleich ganz schön blöd gucken. Thema Pressefreiheit, habe ich hier was ganz Besonderes für euch. Die Sözcü. Die Sözcü Zeitung. Die Sözcü ist die regierungskritischste Zeitung in der Türkei. Hat noch nie einer von denen hat im Gefängnis gesessen. Übrigens kein Journalist von denen. Und die haben heute getitelt, übrigens wie jedes Mal, die siebte Tayyip-Regierung. Tayyip-Regierung ist schon eine Beleidigung. Und hier zeigen sie die ganzen Abgeordneten, alles Tayyip Erdogan. Also komplett Tayyip Erdogan verarsche. Das ist die Sözcü in Istanbul mit Tayyip Erdogan verarsche. Thema Pressefreiheit, Thema Satire. Und jetzt wird es richtig spannend, meine Damen und Herren. Das hier ist alles Satire. Ohne Scheiß, das ist alles Satire. Nehmen wir das erste Blatt hier. Da wickelt Tayyip Erdogan gerade ein Seil um den Finger von unserem neuen Ministerpräsidenten. Der Ministerpräsident fragt, was ist, wofür ist das Seil? Da sagt Tayyip Erdogan, damit du nicht vergisst, wer dich zum Ministerpräsidenten gemacht hat. Weiter geht's. Alle am Tanzen hier, seht ihr, Tayyip Erdogan wegen dem neuen Ministerpräsidenten ist total uninteressant. Aber hier, Tayyip Erdogan schließt den Parlament ab und sagt, los Leute, wir schließen, damit keiner von der Opposition überbleibt. Also auch Tayyip Erdogan verarsche. Das ist auch ganz gut, auch eine Satirezeitschrift. Hier versucht man unseren neuen Ministerpräsidenten zu skizzieren. Und wenn ihr darauf achtet, das erste Bild da ist, hat die Nase die Form eines Penises. Also so viel zur Satirefreiheit. Hier auch Satirezeitschrift, auch Tayyip Erdogan. Uykusuz Dergisi, auch Tayyip Erdogan. Alles Hardcore Tayyip Erdogan verarsche. Also lieber NDR3. Wenn ihr gesagt habt, ihr nehmt eine Satire zurück, dann bitte auch Wort halten. Es geht weiter, komm, ich habe was gefunden. Aufgrund der Diktatur, die es hier in der Türkei gibt, müssen die ganzen Zeitungsstände ihre Zeitungen mit so einer Folie abdecken, damit keiner das sieht. Oder eventuell halt auch, weil es regnet. Aber schaut mal her, es gibt sogar Zeitungen, die sich Gezi nennen. Es gibt Zeitungen, die sich Gezi nennen. Hier ist der Junge drauf, der angeblich gestorben ist, weil er Brot kaufen wollte. Ja. Liebe Leute, Frankreich brennt, Brüssel brennt und kein Wort davon wird in den deutschen Medien erwähnt. Stattdessen müssen wir hier in Istanbul rumlaufen und euch erklären, dass es hier weder eine Diktatur gibt, noch irgendeine eingeschränkte Presse oder Meinungsfreiheit. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, Frankreich brennt, Brüssel brennt und die deutschen Medien kümmern sich lieber darum, Dinge zu erzählen über die Türkei, die es gar nicht gibt. In diesem Sinne, ich schau mal, wo ich hier Polizisten finde, die mir meine Meinung verbieten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.